Klöckler. Nochmal ganz herzlich willkommen, Harald Klöckler. Bravo. Sie malen jetzt seit 18 Jahren, haben aber die Kunst bisher eigentlich im privaten Rahmen belassen. Warum die Entscheidung, jetzt doch in die Öffentlichkeit damit zu gehen? Och, die Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu gehen, da ist Frau Walder mit dran schuld, ja. Weil sie gemeint hat, sie hatte, wissen Sie, man sollte nie Menschen zu sich nach Hause lassen, die mit Kunst zu tun haben und dann viel Kunst hängen haben, dann geht das los. Und sie hat das gesehen und sie war völlig schockiert. Sie sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das muss raus, das muss raus. Und dann sagt er, ja, das ist, nein, wir wollen das nicht. Und dann ging das ein Dreivierteljahr und sie sagte, wissen Sie, Kunst kann man nicht einsperren. Und sie machen vielen Menschen Freude damit. Und ja, das war dann auch am Ende der Grund, dass ich gesagt habe, wir machen das. Und es ist erstaunlich, in ihrer Galerie hängen jetzt Gemälde und da gehen Frauen vorbei und sagen, das ist doch ein Klöckler. Und sie haben nie Bilder von mir gesehen und erkennen sofort, also das finde ich schon fantastisch, das ist ja unglaublich, ja. Ist es auch für Sie selber therapeutisch zu malen? Ja, also ich glaube, dass eher andere denken, ich bräuchte eine Therapie als ich selbst, aber therapeutisch würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist, ich entdecke mich dabei immer wieder selbst. Ja. Also es ist, hilft der Weiterentwicklung meiner Seele. Und ich freue mich sehr, dass wir in München auf dieser großartigen Messe sind. Das ist wirklich eine fantastische Messe. Ich finde halt auch, das ist ein bisschen so eine, ja, so eine trotzige Messe im Positiven. Es ist alles sehr laut, unkonventionell, rebellisch und das finde ich sehr schön, ja. Sie sind ja auch ein Rebell, also von dem her passt das natürlich gut. Ja, ich bin Punk, wenn man so will. Ich bin ein barocker Punk, ja. Ich wollte vorhin schon fragen, sind Sie ein Hippie oder wo sehen Sie sich eher? Schauen Sie, bei mir hat eine Kunsthistorikerin aus Wien, die hat über meine Bilder geschrieben. Sie hat zum Beispiel geschrieben, ein Hippie bin ich nicht, nein, sie hat geschrieben, dass ich diesen Punk, dass ich den Punk und das Rokoko zusammengebracht habe und dass eine fantastische Mischung ist und dass das super zusammengeht und das fand ich sehr, können Sie gerne mal mitnehmen, fand ich sehr spannend. Hier ist ein Bild, das ist Rokoko Punk, ja. Wo ist mein Rokoko Punk? Hier. Hier ist Rokoko Punk, ja. Und Punk ist gut. Punk ist toll, ja. Haben Sie denn Abschiedsschmerz, wenn Sie sagen, das sind Ihre Kinder, die Bilder? Nein, wenn ich jetzt was entscheide, wird das gemacht. Ich diskutiere nicht mit mir. Wenn ich sage, die dürfen die gehen, ja. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, wenn ich sie dann wieder sehe und die sie noch nicht wirklich verkauft und ich schaue sie dann an, wie jetzt diesen tollen, kostbaren Teppich, der bemalt ist, und dann sage ich zur Frau Walter, also eigentlich möchte ich ihn doch gar nicht verkaufen. Und dann sagt sie so, Herr Klöckler, jetzt müssen wir mal woanders hingehen, jetzt ist gut, jetzt gehen wir mal weg, weil die größte Sorge von den Galeristen oder Frau Walder ist natürlich, dass ich von heute auf morgen sage, I change my mind und sage, ich verkaufe dann doch wieder nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass Menschen sich so freuen, dann ist das ja auch eine wunderbare Sache. Jetzt gibt es ja dann auch einen Pop-Up-Store hier in München. Was gefällt Ihnen an diesem Konzept? Oh, ich finde das eine wunderbare Möglichkeit, den Münchnerinnen die meine Produkte näher zu bringen und auch eine wunderbare Möglichkeit, eben zu sehen, was genau kommt in München besonders gut an? Das ist ja auch so ein bisschen eine, dass man sagt, man kann eine Testphase machen, weil es ist ja unglaublich schwierig. Ich habe ein so riesen Repertoire. Ich bin in 82 Ländern und ich habe so viele Produkte, dass man eigentlich 100 Pop-Up-Stores machen müsste. Und ich freue mich sehr über diesen Pop-Up-Store und ich denke, dass es eine wunderbare Möglichkeit ist, den Damen und Herren meine Produkte näher zu bringen und auch ein bisschen noch die Kunst wieder. Ja, dann damit, ob Sie auch nach München gehen, können Sie dann was auf Bayerisch? Also erstmal, die Frau Walder ist die immer sagt, ich müsse dringend nach München. Wenn ich ein bisschen hier bin in München, dann kann ich das schon, aber ich bin ein Sprachpapagei, da müsste jetzt einer Bayerisch reden, dann könnte ich das, aber so ist das dann immer schwierig ad hoc, ja. Soll ich Ihnen was vorsagen? Och, Katzelschworf. Och, Katzelschworf. Sehr gut, das ist der Eichkätzchenschwanz. Super. Ja, ja, ja. Ortzopft ist, ja. Also, wenn ich da bin eine Weile, dann geht's schon, ja. Das ist wie mit Englisch. Ein Tag und dann funktioniert's, ja. Und man muss auch ein Maß trinken vorher. Bevor man nicht ein Maß getrunken hat, kann man eigentlich nicht Bayerisch sprechen. Das sollten Sie eigentlich wissen. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen viel Erfolg. Nur Maß, ja. Dankeschön.